Yeah, das sieht gut aus. Das sieht richtig gefährlich aus. Wie ist dein Name? Giorgio Ferreira. Oh, ich sag, Giorgio. Oder ich sag einfach internationaler deutscher Meister. Oder so, genau. Und zwar für die Klasse? Ja, Men's Physik 2. 2, genau. Jetzt haben wir gerade den Einser gehabt, du der Zweier. Dreier hat den Gesamtsieg geholt. Der Sieger aus Physik 1 sagte eben gerade, sicherlich Geschmackssache. Er war aber auch ein bisschen härter jetzt, der Gesamtsieger. Wie siehst du das? Warum hat es nicht für den Gesamtsieg gereicht? Gut, ich sag mal so, das Niveau, was wir heute hier gesehen haben, das war abnormal. Und da entscheiden Nuancen. Da steht der eine Kampfrichter vielleicht auf mehr Härte und der andere auf mehr Volumen. Also für jeden ist auf jeden Fall verdient und ich freue mich trotzdem, dass ich jetzt deutscher Meister geworden bin. Ja. Sehr geil, auf jeden Fall. Schon mal mit den Gedanken gespielt, vielleicht doch nochmal eine andere Klasse in Zukunft anzupeilen? Ja, eventuell die Klassik Physik, aber dafür muss ich noch draufpacken. Und jetzt ist erstmal Saisonende, jetzt wird erstmal gegessen, Weihnachten. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage, weil dann wird die sportliche Familie erstmal in Ruhe gelassen, dann kommt natürlich die andere Familie, die was man vernachlässigt hat. Genau, so ist es. Wir wünschen auch dir weiterhin viel Erfolg, geiles Team heute gewesen, geile Präsentation. Ich bin gespannt, was aus dir noch wird, wie oft wir uns noch vor der Kamera sehen. Aber bis dahin viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, ciao.